zu einer neuen Folge. Unfreiwillig mit Mick im Hintergrund. Was, nimmst du das ernsthaft auf? Ja, natürlich. Was? Ich kann mich nicht die ganze Zeit mit dir über deinen kaputten PC unterhalten. Aber ich habe zumindest keine Kamera dabei. Aber ist egal. Ich muss jetzt dringend noch eine Folge spielen. So, Mick. Du bist jetzt mitten live mit dabei. Welches Spiel? 4. Aber ich muss eben hier die Lautstärke, weil du bist, glaube ich, leiser als alles andere hier. So. Wechsel mal kurz Bildschirm, du hast ja Fraps an. Warte. Ich mache jetzt weiter. Musst du das Video angucken, das gespeichert ist, ob das wirklich jetzt passend zum Gesicht. Zeig bitte nie wieder dein Gesicht, ja? Ja, so. Meine Kamera bleibt aus. Vielleicht kommt er mit Skype nicht klar, so diese, das mit dem Kamera-Skype da. Ja, man weiß es nicht. Okay. Ich mache einfach weiter, ist mir jetzt scheißegal. Ja, fassen wir mal zusammen. Mix-PC ist immer anders. Ja, aber deftig. Was hast du gemacht? Ja, ich habe den circa einen halben Monat stehen lassen, war da nicht dran. Und habe den angemacht. Monitor, schwarz. Pieptöne vom Mainboard. Erstmal Google per Handy eingegeben. Und nach Pieptöne fürs Mainboard gesucht. Und da gab es ein paar Schritte, die ich durchgehen musste. Fazit: RAM im Arsch, Arbeitsspeicher hin. Yay. Toll. Und jetzt? Was machst du jetzt? Au. Jetzt hab ich da so eine liebe Razerhead AG. Die mich da unterstützt und mir ein nettes Paket zusenden lässt mit einer netten Nachricht. Oh ja. Die Nachricht. Wow. Mach das nie wieder, kleine Mummus. Vom Thema abgelenkt. Was ich? Nein, ich bin gerade mitten im Feuergefecht hier. Alles niedermetzeln. Ja, ich bin dabei. Ich bin da im Matrix Neo Style dabei. Boom, Headshot. Warte mal, ich hab die hier. Ich suche immer noch. Kennst du noch diesen geilen Anfang von Matrix? Dieses Dum, 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 Dum. Diese Bassline da, diese. Du weißt, was ich meine, oder? Nein. Ich hab Matrix. Die Matrix-Filme habe ich zwar alle gesehen, aber das ist so lange her. Teil 2 war mein Lieblingsteil. Ja, aber irgendwo gibt's so eine geile Fight-Scene-Musik. Die habe ich heute gesucht wie ein Vergaster, weil ich habe hier Bullet Time. Ich wollte unbedingt die Musik einspielen, wenn ich nämlich wie Neo. Ja, aber. Bam, 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 bam. Und wieder zum normalen Zeitpunkt zurückkehre. Aber da müsstest du dann erstmal eine Mail schicken, GEMA, etc. GEMA, achso. Ja. Kerle, die uns alles verbieten wollen. Du, ich habe im Moment sowieso ein kleines Problem. Also irgendwie, die erzählen mir die ganze Zeit, aber hier, den Inhalt von 4, den dürfen sie aber nicht spielen, ne? Achso, klappt die Monotonie nicht. Ja, obwohl Activision hat mir die Erlaubnis erteilt, für alle Spiele alles zu machen. Und Activision hat den Bereich vom pleitegegangenen Sierra übernommen. Das heißt, unter Vivendi Games eigentlich sind sie jetzt sowas wie Sierra. Sierra gibt's ja halt nicht mehr. Und da kann ich Sierra wenig gut fragen, ob die mir bitte erlauben, das... Wie kann das sein? Das ist doch nicht wahr! Bist du tot? Nein! Ich hab Brezel gebacken. Oh, schon wieder an der gleichen Stelle. Boah. An der Stelle solltest du Zeit liegen. Ach, echt? Das habe ich getan. Und trotzdem. Boah, ich habe das Kranke gehabt. Ich zock das ja auf PS3. Ja. Da bin ich da in so einem scheiß Lagerhaus. Darf der durchgehen? Also, es sieht aus wie ein Lagerhaus. Das hat die Düns. Das eigentlich ja in 4.0 drin vorkommt. Also, jedenfalls so circa nach 2 Stunden Spielzeit hatte ich dann so einen scheiß Platz. Wo ganz viele scheiß Gegner waren. Und ich da nur noch mit der Pistole mit 7 Schuss stand. Weil der Rest alles schon leer war. Ich dachte, ja, toll. Challenge accepted. Okay, dann bin ich hingegangen und habe erst ein paar Leute in Zeitlupenmodus umgeboxt, Waffen aufgesammelt, zurückgerannt und erstmal, ne, gewartet, bis der Zeitlupenmodus wieder voll ist. Dropkick Bitching, okay.
Okay, da bin ich mit dabei, aber ganz vorne. Dann machst du erstmal so hier Stealth Game à la Metal Gear Solid. Ja, ich habe sowieso schon rausgefunden. Also irgendwie ein paar gleiche Teile sind ja schon dabei. So, okay. Also ich habe jetzt 36 Schuss drin. Du hast geschafft, mit 7 Schuss da durchzukommen oder nicht? Noch nicht. Ich habe mit den 7 Schuss und meinen Fäusten habe ich mich da halt durchgekämpft, immer mit Zeitlupenmodus, dann wieder nach zurückgerannt und Waffen und so, damit ich da genug Munition hatte. Ne? Das war eine sehr schwierige Stelle für mich, weil ich halt keine Munition hatte, außer eine Pistole mit 7 Schuss. Das war an der Anfang. Wenig Schuss, hat gerade die Durchschaltung. Nimmst du. Okay, ich habe jetzt einfach mal... Ihr Ficker. So, 3 Schuss habe ich schon verbraucht. Was ist zu dir? Ich finde diese NPC-Unterhaltung so geil. Zu mir! Auf gar keinen Fall. Ey, seid lieb zueinander. Ey. So. Hast du mich gerade Bastard genannt? Es wäre viel cooler, wenn ich sehen könnte, was du da machst, aber... Ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Irgendwie so ein Livestream, das wäre schon geil. Ja, aber ich sehe momentan nur so eine Rasierklingen-Avatar-Gedings von mir in Sky. Das reicht. Scheiße, ich habe offiziell jetzt nur noch einen Schuss. Und inoffiziell? Noch 96 insgesamt. Aber um deine Mission zu knacken hier. Ach so, ah! Paff! Ja, dann musst du da dich mit Fäusten durchboxen. Habe ich auch gemacht. Ich hab's geschafft. Enemy spotted. Was? Das habe ich zu meiner Englischlehrerin gesagt. Nein. Ich hab's auch noch nicht geschafft. Ich hab verloren. Scheiße. Dahin kommt noch mehr. Enemy spotted habe ich zu meiner Englischlehrerin gesagt, als sie den Raum betreten hat damals. Die fand das gar nicht lustig. Ich find's urkomisch. Alles klar. Ey. Hallo? Hi. Was? Granate. Oh, die kommt zurück. Ja, das ist doof. Renn. Enemy spotted. So, das hört sich gut an. Du hast trotzdem überlebt, wie zur Hölle. Kackarsch, hör auf zu stöhnen. Oh, ich bin tot. Beinahe. Jetzt nicht mehr. Wieso habe ich so viele Medikamente? So eine Fun-Folge. Ich weiß es noch nicht. Ehrlich gesagt. Also ich weiß nur, ich habe jetzt noch 25 Minuten Zeit, um alles. Was? Verpiss ich! Dreckiger Hut. Herlaufen oder was? Was? Hast du einen Timer nebenher laufen oder wie? Nee, aber ich weiß, wann ich los muss, um Jude abzuholen. Ah! Was war das? Oh mein Gott. Das sah ja geil aus. Ich kann es nicht beschreiben, aber irgendjemand hat sich ziemlich. Wow! Was ist das? Fick! Was war das denn für ein Miststück? Wie sah es denn aus? Beleuchtet! Mit einem Schild vorne dran? Ja, was ist das für eine... Oh, das hat euch eine Augen. Was ist das für eine Pussy? Das ist sehr schwer zu knacken. Danke. Scheiße. Du musst, wenn ich die Dinger sehe, dann renne ich da immer drauf los und baller wie wild, weil irgendwann wollen die dich boxen und lassen das Schild weg. Ah, was? Jetzt krieg ich die schon unter den scheiß Regalen her. Was bist du denn für ein Kackarsch? Fick dich. Hey. Im zweiten Teil finde ich das viel schlimmer. Ja, Spoiler-Alarm. Im zweiten Teil finde ich das viel schlimmer, wenn die Viecher dann den Wänden hochkraxeln und du da erstmal wie wild dran rumballerst. Wo ist denn der Kackarsch jetzt? Wo sind die? Darf ich dich mal auf was vorbereiten? Ich sehe dich. Granate. Voll daneben. Darf ich dich mal auf was vorbereiten? Bitte. Irgendwann. Shit. Irgendwann werde ich was? Hast du unsichtbare Gegner? Kacke. Da siehst du auch nur einen leichten Schatten und leuchtende Augen. Ah! Was hat er denn für ein Nagelgewehr?
Mach das nicht nochmal. Ey, und nimm dein scheiß Schild geil runter. Die Nagelgewehre sind voll geil. Ich weiß auch jetzt nicht den richtigen Namen, aber wenn du die nimmst, damit kannst du den Gegner an der Wand tackern. Das ist voll witzig. Dann gib mir das Scheißgewehr jetzt. F drücken um. Ha! Wenn die halt nah an der Wand stehen und schießt, dann sitzen sie da so an der Wand. Und wenn du viel Glück hast, hast du da so einen Gravity-Bug oder einen Physik-Engine-Bug. Dann wackeln die und haben, als ob die gerade voll Hacke tanzen. Das ist sehr witzig. Ah, okay, jetzt brauche ich nur noch einen Gegner. Baum, wenn noch so ein Kackarsch irgendwo mal durch so eine verkackte Tür kommt, dann raste ich aus. Habe ich irgendwie zwei Feuerarten? Nein. Und wehe, diese Almkuh kommt da gleich wieder raus, ey. Ja, haha, nichts zurückfallen, hier hinkommen. Penis. Wohin? Wohin ziehen die denn? Hallo? Lass mich nicht allein. Ich bin doch da. Ja, das ist lieb von dir, aber die Gegner rennen weg. Das bringt mir nicht viel. Du bringst mir nicht viel bei meinem Gewehr. Könnte ich dir ins Gesicht schießen, dann schon, aber es tut mir leid. Im Moment kannst du mir nicht mehr helfen. Du musst einfach das Gewehr mit meinen Fäusten beladen. So, ah, ja. Warte mal, ich hab hier. Ah, wie komme ich da dran? Oh, so nah und auch so fern. Egal, dann nehme ich es nicht. Ich will jetzt lieber. Wie renne ich denn nochmal? Renntaste. Mit der Facepalm-Taste, Alter. Wenn es dir in irgendein Spiel geben würde, ich würde durchgehend durchsmashen. Peng, 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 peng! Stell dir mal vor, du hast es in irgendeinem Rollenspiel, stell dir vor, die wird es bei WoW geben. Dann siehst du auf einmal so ein, was heißt ich, so ein Todesritter durch die Gegend rennen, der sich durchgehend selbst in die Fresse haut. So, ich habe jetzt nichts gesehen von meiner Nagel-Action-Kanone hier. Das ist schlecht. Ist das Gas? Deine Atmung, stopp mal. Ja, es ist Gas. Und jetzt brennt es. Pisser, Pisser, Pisser. Pisser, Pisser. Festgenagelt das. Pisser, Pisser. Nailed, Bitch. Oh, das sieht schmerzhaft aus. Das ist meine Frau, wie sie die Bretter nagelt. Und wer sind die beiden Leute da auf dem Boden? Herr und Frau Bretter. Ich habe jetzt gerade zum ersten Mal jemanden an die Wand getackert. Das ist viel witziger. Ja, ne? Ist auch geil. Ha. Wieso bleibt das nicht stecken? Ha. Ich weiß nicht, wie das bei der PC-Version ist, weil ich das nur für PS3 habe, aber auf der PS3-Version verschwinden die Gegner leider nach einer Zeit. Also hier verschwindet nur alles, was nicht in der Wand steckt. Obwohl, ja gut, in der Wand stecken. Ja, jetzt geht ja der Gegner steckt da auch in der Wand und irgendwann hast du noch den Pfeil gesehen. Den Wieso Bolzen. Geht die Tür nicht auf? Mach die Tür auf. Ah, schon wieder durch die Ploche, ey. Ich hasse Schieß mal gegen Schloss vielleicht. Da ist kein Schloss, da steht bloß ein Schrank auf der anderen Seite. Boah, wenn du vorher Minecraft spielst, ne? Schwach. Wenn du Minecraft vorher spielst und dann das Spiel, kommst du mit Leitern nicht mehr klar. Kacke. Du hängst doch eh nur im Kreativmodus. Das stimmt gar nicht, derzeit, ja. Checkpoint erreicht. Ich will jetzt immer noch mehr von diesen Nagelpistolen. Hammer. Ja, sind geil, oder? Das ist mein Lieblingswaffe im Spiel. Hallo? Ist hier noch so ein Leuchtefurz? Hallo? Leuchtefurz. Oh nein, hier schon wieder. Ah! Munition! Ha! Was jetzt? Es gibt immer noch keine Renntaste. Renn jetzt! Lauf, 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 lauf! Lauf, 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 lauf! Hallo? Ah, das gefällt mir nicht. Ich gehe da nicht lang. Und ich muss schon wieder schwimmen. Blutsch, 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 blutsch. Was machst du da? Hoch. Hallo? Hallo? Ja. Wenn ich du... Alma. Alma? Ach, Alma ist cool. So eine Tochter will ich auch mal. Ich höre jetzt schon wieder. Verkackt nochmal, ich werde schizophren mit dieser ganzen Kacke hier. Ich höre jetzt schon aus dem Flur hinter mir irgendwelche Sachen. Ey, ich habe das Spiel mit 9 gezockt, ja? Ich kenne das Gefühl. Da war ich, als ich das erste Mal gespielt habe, war ich alleine.
Dunkles Zimmer, Kopfhörer auf, flimmernder Bildschirm und dann 4. Ey. Das Gefühl versuche ich auch durchgehend zu erreichen. Das hat auch super geklappt in den letzten Minuten des Spiels. Aber wenn man dich gerade in der Leitung hat, ist das schwer ernst zu nehmen. Warte, okay, warte. Weißt du das jetzt? Was? Irgendwer spricht hier. Ja, das warst du jetzt. Ja. Beide Male. Ah, ich hab hier schon wieder dieses... Ah, nein. Nein. Ja, das schwarze Loch blinkt Dingsi hier. Ich sag anal und du sagst das schwarze Loch blinkt Dingsi. Ja, ich hab... Ja, ich muss da rein. Egal. Wo ist er? Katzi. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ja, Sebastian Vettel interviewt manche wieder hier Michael Schumacher. Als na, cool. Aber ich weiß, wo ich graben muss. Ich musste so lachen, als du gesagt hast, Sebastian Sie Vettel hat einen Aufstand angefettelt. Vettel ist Minecrafter. Ruhig, Mr. Moody. Ich weiß, wo ich bunten muss. Ja, und bitte, am Ende findet er einen Diamant. Oh ja, den werde ich fressen. Vor allem, es ist noch keinem aufgefallen in der ersten Folge, in der Vorschau von 4, in dieser Cutscene. Da habe ich ein bisschen was reingemogelt. Das hat kein Arsch gemerkt. Doch, Falcon Punch. Nein, doch, hast du doch gemerkt. Okay, dann hat es doch jemand gemerkt. Ja, ich stand da so, Alter. So ein Nerd. Ich bin da so geil. Wow. Alma, fick dich. Fick dich einfach und fick dich. Echt. Ich hasse dieses... Ich hasse das, wenn Sachen auf mich zukrabbeln. Das ist... Boah. Da muss ich mir runter, aber das muss ich rausschneiden. Ich glaube... Junggefährdende Inhalte. Bitte nicht tun. Ey, dein ganzes Gefluche durchgehen. Du brauchst sie nicht schneiden. Okay, ich bleib drin. Es geht mir aber immer nur um den Charakter. Also, damit das klar ist. Na, geschafft. Ladebildschirm ist schon was Gutes. Boah, wenn dieses... Ah, wenn die wenigstens irgendwie ein Geräusch machen würde beim Krabbeln. Das Miststück. Im zweiten Teil passiert was, da machen die Geräusche. Da erzähl mir doch nicht so viel von dem zweiten. Ah, oh, nein, nicht so ein Grudge-Vieh, oder? Ich werde jetzt eher ein bisschen Gegner an die Wand nageln. So. F. Was zur Hölle macht ihr da? Oder ist da überhaupt jemand? Ich weiß es nicht. Sie haben alle den Tod verdient. Alter. Das tat weh in der Brust. Verkackter Sebastian Vettel, ey. Verkackte Missgeburt. Geh Formel 1 fahren, du Pisser. Mick, bist du noch da? Mhm. Gut. Schön. Immerhin jemand. Ich schreibe gerade einen kilometerweiten Text. Okay. Worüber und was? Ja. Nix YouTube-mäßiges. Okay. Boah, das ist echt schwer, dann... Ich muss mich teilweise... Also ich hab's jetzt geschafft, seitdem ich hier jetzt mit dir am Quatschen bin, während der Folge es geschafft, jetzt zwei Sätze zu schreiben, weil ich mir jedes Mal die Sätze wieder durchlesen muss, weil ich jedes Mal wieder raus bin. Okay. Wir können auch das Telefonat einfach beenden, wenn du... Nein, ist witzig. Kamera ist nicht gut. Kamera böse. Hä? Hier oben schwenkt eine Kamera, ist die schlecht? Wenn ich jetzt sehen könnte, wo du bist, könnte ich dir das sagen. Einfach generell in diesem Spiel sind Kameras schlecht. Ich gehe da jetzt einfach lang, obwohl es gibt einen Weg oben rum und es gibt einen Weg Leiter runter ins Dunkle. Folgt der Blutspur, dann bist du storymäßig auf dem richtigen Weg. Aber es gibt keine Blutspur. Denn ich war hier noch nicht. Ah. Dann noch liegt da keine Leiche von dir. Aber da steht ein Schild. Vorsicht. Glitschig, wenn es feucht ist. Oh, da gehe ich runter. Feucht und glitschig ist immer... Wie war die Nachricht, die du mir nochmal geschickt hast? So? Mit dem Päckchen?
dein Res. Und sowas schickt er, lässt er per Post verschicken. Also. Ich wollte... Nein, du lässt es nicht nur per Post verschicken, sondern gibst auch noch die Anweisung, das in den Zettel mitzuschicken. Das heißt, jemand schreibt das dahin oder kopiert es wenigstens dahin. Das heißt, jemand hat es durchgelegt. Oh ja, oh ja. Vielleicht könnte ich ja noch als Verkäufer mal angeben, dass ich Arschdildos Versand e.V. bin oder so. Und dann nimmt der Nachbar für dich ein Päckchen. Voll Arschdildos Versand. Diskret verpackt, wa? In rosa Papier. Braune, unauffällige Plastiktüten. So. Wo sind wir hier? Ah, ich sehe schon wieder Silhouetten. Ah, du Kackarsch. Meine Fresse. Kann dieses Vieh nicht einfach mal weggehen? Ah, gibt's das Spiel nicht auch ohne diese Erscheinung? Nein, dann wäre das langweilig. Dann wäre es Counter-Strike. Ja. So. Sie haben eine neue Nachricht. Warst du schon mit dem Helikopter unterwegs? Also, dass du nicht aus dem Helikopter gespielt hast oder so, sondern dass du mit dem Helikopter gelandet bist? Mick, schau dir die Folgen doch einfach an. Ich bin schon gelandet. Ich habe bisher eine Zeit für die erste Folge gehabt. Ja, ja, ja. Oh, ja. Der Lüfter hat seine Tage. Help us, keep this room clear. Okay. Wenn die Lüftung, du hast gesagt, ich komme in der dritten, vierten und fünften Folge drin vor. Ja, aber die fünfte ist noch nicht da. Die kommt erst heute Nacht. Ist das die, die du gerade aufnimmst? Nee, das ist schon Folge 6. Ich habe eine in meinem Petto. Ah, okay. Aber ich weiß gerade nicht, wo ich lang muss. Aber das ist, glaube ich, ein klinischer Zustand. Chronischer. Klinischer Zustand. Ah! Ja, pf, meinst du es? Ach, tss, das. Das Einzige, was ich jetzt gerade. Was mein Problem jetzt gerade ist, ist. Mich hat jetzt erst dieses Alma-Vieh so geschockt, dass ich dachte, okay, das war schon gut. Dann kam Sebastian Vettel um die Ecke und ich habe mich richtig verjagt. Und jetzt kommt so ein komisches Pussy-Ding, was bloß in einer Distanz an mir vorbeirennt. Also da habe ich ja keine Probleme. Das beeindruckt mich überhaupt nicht. Wenn es dieses unsichtbare Viech ist, das greift dich irgendwann hinterrücks an. Fick dich! Was? Fick dich! Kann nicht wahr sein. Ja doch. Wann kommt das? Macht doch jetzt war das nicht schon so das unsichtbare Viech oder was? Nein, aber hier ist jetzt irgendwas. Du kommst in einen, also wenn das unsichtbare Viech siehst du das erste Mal, da kommst du in einen Raum. Hast du eigentlich unten so einen Raum und so eine runde Treppe? Wow, 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 einmal, 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 einmal. Atmen! Was? Schon gut. Sehen. Du wirst es früh genug merken. Los, ihr sollt pressen! Heftig. Das sieht geil aus. Und ich bin schon vorbereitet auf dieses verkackte Skelett, was gleich wieder aus diesem Blut kommt. Das schockt mich nicht. Kein Stück. Komm schon. Ja. Pah! Wah, 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 jetzt hab ich mich doch, ey. Ach, scheiß Arsch. Kackarsch. Verdammte Kacke, ey. Ich darf das echt nicht mehr spielen. Ich bin zu alt für diese Scheiße. Ja, stell dir mal vor, dein Opa würde das spielen. Das wäre witzig, dann würde ich was erben. Ich dreh mich jetzt um. Okay. Nein, da ist nichts mehr. Ich wusste, dieser Flur ist scheiße. Kacke nochmal. Ja, nach diesem Scheiß kannst du mich nicht mehr schocken, Alma. Eimer, Elmar. Pff. Elmo. Elmo. Ich habe die Wahl. Entweder ich gehe den beleuchteten Gang in... Hallo? Hi. Elmar? Das hört sich an gerade wie eine Mischung aus Klospülung und The Grudge, was hier abgeht. Klospülung? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich muss jetzt wirklich durch diesen verkackten Lüftungsschacht. Oh, meine Birne ist leer.
Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, Elmar bleibt. Kannst du da durchgehen mit Taschenlampe rum? Nein, gerade nicht. Nein, 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 nein. Ja, weil sie leer ist. Nein, die dauert ja nur gerade eine Minute. Und jetzt ist es schon wieder leer. Hallo? Ja, siehst du, du rennst durchgehen mit Taschenlampe rum. Nein, ich renne hier durch diesen dunklen Gang mit Taschenlampe und irgendwer sitzt da. Hallo? Ich glaube, ich jag dem einfach mal so ein Bolzen. Wenn du da bist, wo ich denke, dass du bist, dass du halt eine Leiter runtergegangen bist und da überall nur dunkel ist? Nein, ich bin jetzt gerade durch einen Gang gegangen, in dem die zweite Cutscene mit Blut war. Wo Blut an der Decke war. Jetzt weiß ich auch, wo du bist. Nein, du hattest die unsichtbaren Viecher noch nicht. Scheiße. Aber ihr blitzt ja schon wieder und da sind Sachen. Ryan ist ja nicht so eine Pussy. Pia hat schon ein paar Schockmomente. Ja? Hallo? Wo ist er schon wieder? Was? Wenn Vettel sie findet. Ja? Origin. Wovon zum Teufel redet er da? Wer ist Alma und was ist Origin? Ich weiß schon, was Alma ist. Also dann, los geht's. Vettel muss in der Nähe sein. Ist er jetzt tot? Ich hab hier im Tabak ein Haar meiner Frau gefunden. Oh, ich möchte auch für gerne eine rauchen. Ja, beim Zocken, das klappt wohl. Fick dich. Was? Was? Kontermilben? Wieso? Bleibt doch hier, verdammt nochmal. Ich will gegen euch kämpfen. Ach, danke schön, danke. Festgetackert. Aua. Festgetackert. Nicht festgetackert. Oh shit, ist richtig. Ey. Festgetackert. Was? Ja. Ich habe bisher 2 Nachrichten von meiner Nichte in WhatsApp gekriegt, ne? Ja. Ja, beides ein und dieselbe Kettenmail. Ah. Schön, ich liebe WhatsApp. Ich hab übrigens da. Was, du schmeißt nicht mit Granaten. Wenn du nach der Folge mal Zeit hast, boah, voll das Offen hier. Falls du nach der Folge mal Zeit haben solltest, schreib mich mal in WhatsApp an. Ich hab ja ein neues Handy und ich hab keine Nummer. Mick, sprich bitte die letzten Worte. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann Daumen nach oben, abonnieren, teilen, favorisieren und irgendwas anderes Scheiß. Nein. Downloaden? Was? Downloaden? Nein, Daumen nach oben. Ach so. War schön mit dir die Folge. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich, dass du mich begleitet hast dabei. Es hat mir, glaube ich, überhaupt keinen Schrecken genommen. Aber sonst. Gut, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge und dann wieder mit einem funktionierenden PC. Yeah.